Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück in der Winkelgasse bei Harry Potter, unserem PlayStation 1 Let's Play. Man sieht, es ist wieder der richtige Spielstand. Es fehlt immer noch diese eine verdammte rote Bohne, die ich immer noch nicht gefunden habe. Es fehlen auch noch zwei Zaubererkarten. Es fehlen auch noch so ein bisschen was auf der linken Seite. Und vor allem fehlt die Shoppingtour. Sprich, warte mal, hier ist wegen Krankheit geschlossen. Wir haben ja mit der Dame hier nochmal gesprochen, aber... Was ist denn hier eigentlich für eine Sammlung? Keine anscheinend, okay. Können jetzt auch nochmal speichern, aber... Wir haben ja ein paar Läden, die auf jeden Fall geöffnet haben. Jetzt, wo wir ja Knuts, Sickel und Galeon im Start haben, dürfte man uns auch bedienen? Ja, guck mal, jetzt ist auch mal jemand da. Willkommen in der magischen Menagerie, Mr. Potter. Ich habe Sie schon erwartet. Ja, ja, das sagen Sie alle. Diese drei Warzen kosten eine Galeone. Zuerst müssen Sie jedoch meine violette Riesenkröte finden. Wieso muss ich denn dafür arbeiten? Ich habe gerade erst eine Lieferung rausgeschickt. Und meine violette Riesenkröte hat sich entschlossen, sich unter den Kisten zu verstecken. Das ist aber nicht nett. Wenn Sie sie gefunden haben, verwenden Sie einen Weiche-Zurückfluch, um sie zu betäuben. Verwenden Sie den Zauber erneut, um die Warzen zu entfernen. Beeilen Sie sich! Sie mag es nicht besonders, wenn man ihr Warzen abpflückt. Sie wird verschwinden, nur um sie zu ärgern. Okay, Weiche-Zurückfluch. Ja, okay, immer schön dran vorbeischießen. Wieso muss ich denn jetzt auch nochmal für meine Scheiße arbeiten hier? Mit Ihren schlecht getimten Flüchen werden Sie noch mein ganzes Geschäft zerstören. Fangen Sie noch einmal an und seien Sie diesmal bitte etwas vorsichtiger. Mir doch scheißegal, ob ich dein Geschäft zerstöre. Ich will meine Ware gegen die Bezahlung. Warum soll ich denn jetzt dafür... Ich finde das frech. Soll ich mir jetzt so lange die Dinger angucken? Oben ist es, wa? Okay, ich muss mir genau angucken, in welchen Kisten das sein könnte, wa? Okay. Als ob. Hey, komm, betäub. Wundervoll, nächste. Im Endeffekt gehen jetzt sowieso wieder alle kaputt, wahrscheinlich, wa? Wieso muss ich... Ich finde das echt frech, weil ich bezahle schon eine Galeone, was halt übel viel ist. Ich muss trotzdem noch für die Scheiße arbeiten. Also das ist rein Google-Bewertung geht aber ganz gewaltig in den Keller, würde ich sagen. Also ich kann den Laden absolut nicht empfehlen. Hier wird man halt... bekommt man für sein Geld halt absolut nichts geboten an Ware. Wie ich sehe, haben Sie jetzt Ihre Warzen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Potter. Auf Wiedersehen. Ja, ganz bestimmt nicht. Sie hören noch von meinem Anwalt. Weißt du, hier eine Galeone. Ja, okay, jetzt kannst du dir aus meinem Laden selber deine Ware besorgen. Und ich nehme trotzdem dein Geld. Das klingt so ein bisschen nach Scam, hätte ich so gesagt. Okay, Ollivander, die Feder, ne? Die wir brauchen. Ich sehe schon, das werden bestimmt richtig tolle Minigames. Ah, wie ich sehe, haben Sie die drei Knuts. Gehen Sie sich ruhig Ihre Pfauenfedern holen. Was, Pfau? Mein Pfau ist im Garten. Ich würde Ihnen raten, sich an ihn heranzuschleichen. Wenn er sich erschreckt, senkt er nämlich seine Federn herunter. Ja, das sollte eigentlich nicht mein Problem sein. Verwenden Sie bei einem Pfau niemals Ihren Zauberstab. Sie könnten sich selbst verletzen. Aha. Sehen Sie sich gut um. Hier stehen Kisten mit Sachen herum, die ich schon längst vergessen habe. Und schon wieder darf ich mir meine Ware selbst holen. Ey, warum bezahle ich euch eigentlich? Okay, was jetzt? Hab ich's jetzt? Okay, jetzt. Okay, ich muss das öfter machen. Immer schön draufbleiben. Hallo? Vogel, bleib stehen. Die machen aber auch Kurven.
Ja, das war noch eine. Wie viele brauche ich? Drei wahrscheinlich wieder, ne? Weil aller guten Dinge sind natürlich drei. Ich warne dich, wenn jetzt wegen dir die Zeit abläuft, ne? Und ich darf das nochmal machen. Komm her. Hat sich's. Sie sehr gut. Sie hat sich drei Federn geholt? Oh, ich wusste, dass sie es schaffen würde. Ja, eigentlich habe ich dich dafür bezahlt, dass du mir die Scheiße gibst. Es ist so, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist die Winkelgasse auch nicht mehr das, was sie mal war. Deswegen ist das auch so günstig gewesen wahrscheinlich, ne? Hier mit den Knuts. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt mit den Sickeln machen darf. Wahrscheinlich muss ich die Eule jetzt selbst ausbrüten oder irgend so eine Scheiße. Oh Gott, das kündigt sich doch schon wieder an. Ausgezeichnet! Sie haben drei Sickel. Damit können Sie sich eine Uhu-Feder kaufen. Ja, gib her. Mein Uhu ist in der Eulerei, aber er ist ziemlich nervös. Er muss noch gefüttert werden, bevor Sie eine seiner Federn haben können. Das ist doch eher dein Problem. Da liegt auf dem Tisch in der Eulerei. Der Wingardium Leviosa-Zauber hilft Ihnen dabei, den Uhu damit zu füttern. Verzaubern Sie das Futter, indem Sie auf die X-Taste drücken und bewegen Sie es mit den Richtungstasten zum Uhu hin. Halten Sie die X-Taste gedrückt, damit es nicht auf den Boden fällt. Wenn der Uhu satt ist, macht er erstmal ein Nickerchen. Sie können dann denselben Zauber verwenden, um die Feder in Ihren Besitz zu bringen. Viel Glück, Mr. Potter. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, ey. Kriege ich hier eigentlich in der Straße auch irgendwas für mein Geld oder muss ich hier alles selber machen? Eis selber kühlen oder auch das Essen selber kochen, wenn ich was haben will. Was ist denn das für eine Servicewüste hier? Was ist jetzt? Futter oder was? Wo ist ein Futter? Da ist Futter. Wingardium Leviosa. Ja, zeig's ihn, Harry. Dann nicht zu den anderen, sondern den in der Mitte, ne? Hier. Jetzt macht er Nickerchen oder ist er... Er ist noch nicht satt. Wingardium Leviosa. Warum liegen da eigentlich keine Mäuse? Hm? Ich glaube, der hat nicht so Bock auf Erdnüsse. Ich glaube, Mäuse sind da eher so sein Ding. Wingardium Leviosa. Ja, ja. Dinge, die sich gerne wiederholen. Wahrscheinlich auch dreimal. Jawohl. Jetzt wird erstmal gepennt und wir holen uns die Feder. Wingardium Leviosa. Sehr gut, guck mal, da haben wir doch jetzt alle Zutaten, die wir brauchen. Ich habe auch schon fast vergessen, worum es eigentlich geht, aber es geht ja um Norbert. Norbert. Der Jute. So. Ah, ich sehe, Sie haben die Feder bekommen. Gut gemacht und vielen Dank. Ja, kriege ich jetzt mein Geld wieder? Sie mich bald wieder, Mr. Potter. Und viele Grüße an Hedwig. Wiedersehen. Weißt du, zockt mich erstmal ab und dann, ja, vielen Dank, ne? Dass du mir die Arbeit abgenommen hast und mir sogar Geld dafür gegeben hast. Ich muss echt einen Laden in der Winkelgasse aufmachen. Irgendein Restaurant. Hier, kocht euch euer Essen selber, aber gebt mir Geld dafür. Harry, lass uns zurück nach Hogwarts gehen, damit wir den armen Norbert heilen können. Ja. Endlich wieder zurück und Norbert heilen. Endlich wieder zu Hause. Geben jetzt Norbert das Drachentonikum. Hoffentlich hilft's. Wir haben's geschafft, Harry. Norbert ist wieder wohlauf. Gott sei Dank. War so besorgt. Sehr schön. Bin ja froh, dass es ihm besser geht, aber auch irgendwie traurig. Er ist jetzt alt genug, um sein Nest zu verlassen und für sich selbst zu sorgen. Ich würde auch einen Drachen in Hogwarts los. Ich selbst sorgen, der Kleine. Will ihn aber hier behalten, damit ich mich um ihn kümmern kann. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Weil gefährlich ist ein Drache ja nicht. Ne? Oh, Storytime. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert,
seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Ist halt leider auch so. Also ich würde es ihm ja gönnen, aber es ist halt ein bisschen gefährlich. Geht's auch nochmal weiter, oder? Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Natürlich. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen. Machen wir das? Okay, ich wollte gerade sagen, nicht, dass das jetzt einfach nur wieder in dem Buch ein Thema ist und wir das nicht machen dürfen. Allerdings würde ich schon noch ganz gerne die rote Bohne suchen. Getrennt nach dem Einhorn, Harry. Verletzte Einhörner findet man am besten, wenn man der silbernen Blutspur folgt. Müsste eigentlich gut zu sehen sein bei diesem Mondlicht. Folg den silbernen Blutspuren, um das Einhorn zu finden. Jetzt geht's gruselig. Sei vorsichtig, im Wald lauern viele Gefahren. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Geh jetzt besser. Draco, der verzogene Bengel, wartet mit Fang auf mich. Ja, wenn ich nicht bald zurück bin, hat Fang ihn möglicherweise aufgefressen. Ja gut, schade wäre es nicht. Ist eine Schande für Slytherin, der blonde Boy. Lass Harry einfach alleine. Was soll schon passieren im verbotenen Wald, während er einer silbernen Blutspur folgt? Also, Hagrid ist auch auf hier, ne? Dingenspflicht. Auf, wie heißt es? Aufmerksam? Nee. Aufsichtspflicht. Ja. Erstmal Wörter suchen. Okay, das scheint die Blutspur zu sein, auch wenn das eher was vom Vapen hat. Der Baum hier ist auf jeden Fall so ein bisschen suspicious. Incendio! Da gucke ich auch immer rein. Wenn ich in dem Wald mich verirre. Okay. Das war das erste Efeu-Rankengewächs, was mich angeschrien hat. Was ist denn hier los? Ich spring da jetzt mal nicht runter. Der Baum ist auf jeden Fall, das sieht man ja locker, ne, dass der zwei verschiedene Farben hat und höchstwahrscheinlich umgeworfen werden kann, aber sollte man vielleicht genau das Astloch da treffen? Flipendo. Nein. Ja, tut weh, ne? Ist halt nur die Sache, wie soll ich denn sonst hier arbeiten? Oder noch weiter oben? Flipendo! Flipendo! Gute Frage, nächste Frage. Das ist der einzige Zauber, den ich... Okay, man muss einfach nur richtig treffen. Das ist der einzige Zauber, den ich halt machen kann. Deswegen war ich jetzt ein wenig verwirrt. Ich habe auch seit langem tatsächlich kein Buch mehr zum Speichern gesehen, was mich auch ein bisschen beunruhigt. Hier ist eine Bohne. Hallo, Bohne 100. Sehr gut, guck mal. Direkt mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh Gott, hier sind noch ein paar Trolle. Trifft der? Ja, hier sind noch einige Bohnen. Okay. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass tatsächlich jetzt hier im verbotenen Wald die Bohnen liegen, aber das ist zumindest schon mal sehr gut. Willst du da oben stehen? Ja. Aber ich kann nicht so weit werfen. Schade. Immer schön auf Distanz bleiben. Nice. Da macht er einen Abflug. Wir kriegen wieder Pünktchen.
beim Nachsitzen übrigens. Ne? Ich möchte nur darauf hinweisen, so von wegen willkürliche Punktevergabe. Wir sitzen hier gerade nach. Incendio. Kriegen aber trotzdem gute Nudelpunkte hier. Packen den halben Wald ab. Kriegen wahrscheinlich dafür auch noch Punkte. So wie ich die Schule kenne. Vor allem bin ich jetzt mal gespannt, was auf der anderen Seite auf uns wartet, weil irgendwie, wenn man die Geschichte kennt, müsste noch was auf uns warten. Oh Gott. Oh nein, hier sind zwei verschiedene. Ich muss der Spur folgen. Ach, das sind die Viecher, die wieder so im Giggeln sind hier. Da will ich dann jetzt allerdings die Punkte haben. Ich muss auch gar keine Bohnen mehr sammeln, ne? Ich will jetzt echt nur noch die Hauspunkte. So, die Sache ist, die Blutspur geht offensichtlich hier lang, ne? Nur, wir machen das ja in letzter Zeit häufiger. Hier rieche ich optionalen Stuff. Und wenn es nur ein Zaubertrank ist. Ich weiß gar nicht, gibt das Mischen von den Zaubertränken auch Hauspunkte? Das wäre geil, wenn ich jetzt noch irgendwie Punkte dafür kriegen würde. Ja, okay. Ich sauf mir den rein, der bringt zwar überhaupt nichts, aber... Ich weiß nicht, ob die einen Boni geben, aber ich glaube, die heilen auch einfach nur komplett hoch. Das sind halt einfach schlichtweg große Medipacks. Aber gut. Das wäre schön, wenn ich da jetzt Hauspunkte für gekriegt hätte, aber nein. Ich meine, gut so. Was haben wir hier? Eine Tutel. Oder so ähnlich zumindest, aber ein fantastisches Tierwesen. Ja, oh Gott. Ja, so geht's mir immer, wenn ich scharfe Diablo-Pizza gegessen habe. Denn muss ich die aufs Arschloch schießen oder was ist das jetzt? Ja, okay, muss ich tatsächlich. Dann wirst du grün. Dann wirst du rot. Wildes Viech, ey. Okay. Und dann explodierst du einfach in deine Einzelteile. Und flämmst den Baum auf. Ich habe absolut verstanden. Jetzt hätte ich einen Zaubertrank gebraucht. Naja. Ach, guck mal, wer da ist. Ah, Potter. Hagrid, der alte Trampel, hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, dass wir das Einhorn noch nicht gefunden haben. Ich glaube, Hagrid würde noch nicht einmal die Stiefel an seinen Füßen finden. Halt doch die Schnauze, ey. Verlauf dich nicht, Potter. Vergiss nicht, hier im Wald ist es ziemlich gefährlich. Mehr Schmalz in den Haaren als Gehirn im Kopf, ey, ganz ehrlich. Oh, wir können speichern, das ist aber nett. Bin mal gespannt, ob die Memory Card wieder mitspielt oder nicht. Sie spielt mit und da haben wir den Spielstand. Den allseits begehrten. Und richtigen vor allem. Incendio! So, jetzt habe ich einfach mal Incendio gemacht, obwohl wir eigentlich schon fast am Ende der Folge sind. Wagemutig, wie ich bin. Aber ich werde noch nicht durch diesen doch recht dunkel anmutenden Wald gehen. Ich werde erstmal einfach nur hier stehen bleiben und euch ein bisschen auf die Folter spannen. Denn wir werden beim nächsten Mal weitermachen und mal gucken, ob wir das Einhorn finden, beziehungsweise das, was das Einhorn verletzt hat, beziehungsweise das, was am Ende der Blutspur von dem Einhorn ist. Und dann mal gucken, wie die Geschichte sich hier weiterentwickelt. Also wir haben 100 rote Bohnen, die müssten wir mal abgeben. 2 von den Zaubererkarten fehlt noch und viel dürfte tatsächlich nicht mehr passieren. Aber mal gucken, was noch so alles passiert. Also, bleibt gerne weiter dabei und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne das übliche Zeug da.
Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Harry Potter oder bei einem anderen Projekt, in die ihr alle gerne mal reinschnuppern dürft. Und bis dahin, haut rein und tschüssi.